Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Outlast. Ach du liebe Zeit. Und es wird schon wieder, es scheppert schon wieder durch die Gegend. Ach du Heilige. Wir haben eine Kamera, die allerdings etwas kaputt ist. Ja, trotzdem sind wir froh, dass wir eine haben, weil sonst können wir... Ja, genau. Sonst können wir hier gewisse Orte nicht erkunden. Das da unten eine Batterie oder so. Müssen wir das holen? Ich habe auch keine Ahnung, wo wir eigentlich hin müssen oder sollen. Ich... Aha! Ah, hier sind wir! Ah! Okay! Puh, war... Was? Stand da gerade? Ich habe es nicht lesen können. Jetzt ist die Frage, runter oder rauf? Das hört sich gar nicht gut an. Ehrlich. Hier ist natürlich wieder alles kaputt, ne? Also kaputt, nicht verschlossen, so wollte ich sagen. Speichert. Das ist... Das ist wieder sehr schön. Alter Schwede. Vater Martin, wir wollten eigentlich zu Ihnen. Alter Schwede. Alter Schwede. Ja, mit Sprint. Heureka! Ja, keine Ahnung, ob ich da auch noch rüber sollte. Wow. Da hängt sich was das Spiel auf. Super. Wow. Ja, es sind meine Nerven, die hier ein bisschen... Ist da unten ein Ordner? Ich glaube, ne? Es sind tatsächlich meine Nerven, die hier ein kleines bisschen, verrückt spielen. Oh. Hey. Hallo? Only one way out. Only one way. Ja, und den Weg hätte ich gern. Oh. Aha. How do you know you're not a patient? Hey! Oh nö. Danke. Ich hätte vielleicht doch runterspringen sollen zuerst. Da wären wahrscheinlich ein paar Batterien oder so gewesen. Ah, ich werde eh verrecken. Es ist eh wurscht. Naja, vielleicht habe ich ja auch Glück und das LP ist gleich vorbei. nee. Das beinhaltet Glück. Ah, der Finger, schau mal, ich mag nicht anschauen. Das Erste, was wir tun, wenn wir hier draußen sind, auf alle Fälle, ne, werden wir einen Arzt aufsuchen und uns unsere Stümmelfinger herrichten lassen. Es geht schon wieder ab, ne? Aber hier ist es wieder voll schön. Hier ist es hier wieder... Warte. Nee, oder? Wir sind jetzt nicht... Na, das glauben wir jetzt fast nicht, oder? Wir sind jetzt nicht wirklich... Ernsthaft. Hurra, dira, da, da, da. Ja, ja, er ist wieder deppert. Er ist ein Trottel. Diese Figur ist ein Trottel. Warte, warte. Ich kenne den Raum. Hallo, Specki. Hallo, ich kenne den Raum. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich sag, ich verrecke. Ich kenn den Raum, lala. Mach auf die Tür, du Kasperl. Weißt du wie? Ja, sicher kriegt er mich. Ich hab keine Ahnung. Keine Ahnung. Lass uns jetzt mal umbringen. Der reißt uns mal in
mein Herz oder so raus, ne? Ja, mach nur. Tatsächlich. Die zwei Cola-Automaten, war das nicht wirklich ernsthaft? Wirklich ernsthaft, ernsthaft, meine ich. Speck hier. Wirklich, wirklich ernsthaft, wo geht's hier lang? Ich sehe gar nichts. Licht. Scheiße. Wow! Alter! Natürlich, ach, ich lass mich umbringen. Okay, also Specki kommt hier sowieso lang. Das heißt, das Vernünftigste wäre einfach mal warten, bis er vorbei ist wahrscheinlich, ne? Der randaliert hier sowieso rum. Dann werde ich mir, werde ich versuchen, hier in der Ecke da zu warten. Und hoffe, dass das klappt. Oh, da ist er wieder. Weil hier unten kommen auf keinen Fall vorbei. Jawohl. Dann wäre es gut, hier vielleicht zu warten. Ah, na, falsch. Das war wieder die Tür. Ich habe die Tür verwechselt. Es tut mir sehr leid. Vielleicht klappt das so. Ich bin mal leise. Ihr müsst noch mal gleich kommen, ne? Oder auch nicht. Ja. Okay, das hätten wir schon mal. Offen. Die Frage, wie er jetzt geht, ne? Das muss ich jetzt auswendig lernen. So ein Kack. Ach, diese Kamera. Hier ist am besten. Jetzt kann ich ihn vielleicht beobachten. Und dann mal schauen, wie er geht. Okay. Ich fürchte, der Gang hier. Aha, geht da runter. Ich fürchte, der Gang hier wird unser Leben retten. Und ich muss in die Tür da rein. Ja. Ich laufe immer, ne? Also ich schleiche immer die ganze Zeit. Okay, sobald er raufschaut, sieht er uns. Okay. Okay.
Der Kerl ist diesmal nicht einfach. Uiuiuiui. Genau, hier wollte ich rauf. Wenn er denn will, ne? Ho, ruck. Na, rauf mit uns. Gut, hier ist nix. Also da. Oh je, da liegt schon wieder jemand. Krabbel, krabbel. Hier waren wir doch schon mal, oder? Aber er ist neu. Ihr wisst, wo wir sind, ne? Der Ausgang, unser Auto. Ich weiß genau, wenn wir jetzt runterstürzen, kommt hier Specky durch. Nächstes müssen wir hier durch. Hier war die arme Sau. Da. Wir haben sie weggeräumt. Wie geht das? Na, haben sie die Tür kaputt gemacht, die Schweine. Ah, na, das ist eine andere Tür gewesen, Entschuldigung. Von wegen andere Tür. Schön, so einfach geht's halt wieder nicht, ne? Gut, das heißt... Such, such, such. Lüftung. Aha. Hier vielleicht kann man hier rauf? Nö. Ah, hier haben wir noch was. Schau mal. Na, dann bin ich. Aha, das könnte die andere Seite sein. Ich glaube, da bin ich gerade verkehrt. Übersetzung. Berlin, 6. September 1938. Herr Lona und Doktor mit. Was heißt mit Medizin? Doktor der Medizin? So? Rouge? Ich glaube so, ne? Ich verfüge über wichtige Neuigkeiten hinsichtlich der Arbeit von Dr. Rudolf Wernick an der Entwicklung des morphogenischen Antriebs basierend auf den Theorien, die während seines kurzen, jedoch unglücklichen Umgangs mit A. Turning entstanden sind. Wenn ich es nicht selbst gesehen hätte, würde ich nicht glauben, dass es geschehen ist. Aber über das Versprechen der Zellregeneration und der geleiteten Karzinomgeneration, Generierung, so, hinaus bin ich davon überzeugt, dass Wernick mit seiner Methode in die Geisterwelt vorgestoßen ist. Von der anderen Seite ist etwas herübergekommen. Ich habe persönlich eine Erscheinung wahrgenommen. Nur kurz, aber ohne Zweifel. Leiten Sie meine Nachricht an ein... Entschuldigung. Leiten Sie meine Nachricht mit einer Einladung zu weiteren Experimenten an Dietrich Eckhart weiter. Ich zweifle nicht daran, dass die Führung selbst über unsere Entdeckung informiert werden sollte. Ich bin überzeugt, dass Dr. Wernicks Erfolg unserer Sache und Deutschland eine große Möglichkeit bietet und es genügend Gründe gibt, ihn von jeglicher Verfolgung fernzuhalten. Mit freundlichen Grüßen auch an Ihre Familie. Unterschrift unleserlich. Gott, super. Super. Ganz spitze. Ich habe keine Ahnung, wo es hier weitergeht, ehrlich gesagt. Dachte, ich kann einfach hier so, ne, bei der Tür raus. Einfach nur so jetzt in den Gang hier rein. Wahrscheinlich ist es dann eh nur die Tür von drüben, ne? Es wird dann wohl so sein, dass es die Tür hier ist. House of God is in the theater, behind the light, in the theater.
theater behind the light. You have to see the movie, so that's where I left the card. Okay? Joker! I need your help! Where are you? Yes, coming! I'm coming! Kino! Ich werd narrisch. Ja, natürlich, wir kommen hier raus. Na schön, nix da. Jetzt können wir so einen depperten Schlüssel wieder suchen. Der ist natürlich zu. Und der wird uns gleich was verfolgen. Und dann kriege ich wieder aufs Maul. Ach, wie schön. Gibt es hier eine Batterie? Mit einer oder zwei wäre ich sogar schon zufrieden. Der kriegt schon wieder einen Anfall. Was ist das schon wieder? Gas. Da geht's rauf. Da geht's rüber. Vielleicht zuerst rüber, dann rauf. Okay. Dann nur rauf. Exit. Schön. Toll ist es hier. Na dann. Gut, dann hier rüber, alles klar. Wahrscheinlich habe ich insgesamt schon 30 Batterien irgendwo liegen lassen. Das würde mich gar nicht einmal wundern. Da geht nichts, oder? Wie komme ich da jetzt von der Wand weg? Na, das nicht. Hüpfen! Muss den Marken hüpfen. Ah, danke. Da probt halt jemand... Vater Martin? Nicht so ganz. Hallo. Der hat aber schön gespielt. Hey, spiel weiter, das ist voll beruhigend. Oh weia. Oh weh, oh weia. Was ist denn das hier? Nix. Oh weh, oh weia. Oh weh, oh weia. Ich sollte mal ganz kurz auf die Uhr schauen. Ist der Part schon zu Ende? Na, noch nicht. Wir haben noch 12 Minuten, so ungefähr, circa in etwa. Ich sollte das Licht lassen. Ich sollte meine Augen an die Dunkelheit gewöhnen. Aha. Da geht's weiter. Aha. Wow. Gespeichert. Wie schön. Hey, wo bist denn du hin mit dem Klavierspielen? Das hast du so fein gemacht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich gleich laufen muss. Da vorne wäre Exit. Da will ich gern raus. Ehrlich gesagt, Blut, ja. Exit Interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha. Subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The films are real. Aha, das sieht mir nichts. Alteration to the footage at all? No trickery? None. In June of 1943, you recorded 3 instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors? Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. Was? It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English words are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. Yeah, Tor. You're saying the experiment needed... proximity to death, to overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror
was capable of activating the engine. Do you believe your test subjects achieved something supernatural? No. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? War's das? Boah, ich habe Angst, dass hinter mir jemand steht, Alter. Da oben ist aber jemand, ne? Er ist jetzt fertig, habe ich das richtig? Jetzt geht's wieder von vorn los, ne? Du liebe Zeit. Warrider, genau, das Tor zur Geisterwelt sozusagen, ne? Ich danke dir für das Videomaterial. Ja. Wir haben nur mehr 6 Batterien. Also geht's hier nur da weiter, ne? Alter. Oder auch nicht. Eine Batterie vielleicht für mich? Ach du liebe Zeit. You have to find Fertigi. Only way. Ja, ist klar. Ah, da vorne ist noch ein Ordner. Glaube ich. Ja, schau mal. Verdammt, vielleicht war unten echt einer. Es tut mir leid, ich hoffe, ich habe nicht allzu viel übersehen. Dann, ne? Nächster. Von D. Burnton at MerkofCorp US, also .us.com an G. Williard at MerkofCorp.us.com betreff fleischfressende Bakterien. Ach komm, hör auf. Wasch dir schön regelmäßig die Hände mit einem Smiley. Schön. Am 19. September um 4.19 Uhr. Grant. G. Williard at MerkofCorp.us.com schreibt nekrotisierende Faszitis. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wirklich? Verdammt, ich kündige. Ja. Das würde ich, glaube ich, auch tun. Ah, natürlich. Hier ist wieder zu. Hier ist alles zu. Du kommst hier nicht raus. Vergiss es. Laufe einfach rauf. Lauf in Lauf. Batterie ist im Arsch, ne? Die Kamera macht mich wahnsinnig. So, dann noch eine Batterie opfern. Ich habe bestimmt viel zu wenige. Ja. Ja. Hier ist so finster, ich spare ein bisschen. Da, da, da. Kann ich wieder aufstehen? Wie wunderbar. So. Hallo? Ist hier jemand? Ach komm, Kamera. Lass mich nicht im Stich. Batterie, Batterie, ich liebe dich. La la la. La la la. Weg ist er. Alter. Ich will da. Und so. Darf ich jetzt durch? Ne. Was? Warum das? Da ist ein Schlüssel. Schlüssel. Warum darf ich da jetzt nicht durch? Ach, Menno. Muss ich da wieder zurück oder gibt es einen Luftschacht? Irgendwie oben drum drüber? Na. Nee. Muss ich da jetzt wieder durch? Aha. War die Tür schon... War noch nicht offen, ne? Natürlich mal kurz. Aha, das geht jetzt ums Eck herum. Alles klar. Dann kann ich ein bisschen Batterie sparen.
La da 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 da. Jetzt rum's Eck. Wow, das dachte unten ist schon wieder jemand. Und jetzt? Spring. So nett, du Depp. Jetzt muss ich wieder ganz rauflaufen. Spitze hast du das gemacht. Super. Echt. Das hat er wieder ganz fein hinbekommen. Echt. So doch nicht, du Kerl. So, nochmal. Also, du solltest mit der Leertaste eigentlich rüberhüpfen, Freund. Ja, wenn ich mich jetzt rauf. Ich weiß, es ist scheiße, aber du musst hier durch. Denk an deine Freundin. Ich habe ja keine. Dann an deine zukünftige Freundin. Ja, wer will denn jemanden haben mit 8 Fingern? Da gibt es genug Mädels. Es gibt auch Leute, die haben vielleicht nur 8 Zehen oder 10 oder 20 Zehen, keine Ahnung. Erika! Ah. Also, mach dir nichts ins Hemd. Schlüssel! Finde Vater Martin in der 3. Etage. Ich hoffe, der Kerl ist wirklich mal da. Das würde mich sehr freuen tun. So, wie kommen wir da jetzt weiter? Hier wahrscheinlich, ne? Jetzt ist auf einmal die Tür offen. Naja. Weniger beschweren, mehr spielen. Ja, ja, ihr habt's recht, natürlich. So. Da, da. Jetzt musste ich die da runter, ne? Wieder. Wir mussten da runter. Vielleicht kommen wir hier auch raus. Jetzt? Na. Okay, dann müssen wir da hinten wieder durchmarschieren. Da unten durch. Wahrscheinlich ist Specki gleich da. Das wird wieder passen, wie die Faust aufs Auge. War so klar, oder? Kommt jetzt keiner, oder? Wartet mal ganz kurz. 2 Minuten hätten wir noch. Sollen wir hier eventuell den Bad etwas verfrüht beenden, weil ich mich hier drinnen gerade sicher fühle, bevor wir lossprinten und vielleicht Überlänge kassieren? Könnte man machen, oder? Ausnahmsweise. Eine Minute oder so früher Schluss zu machen. Na gut, ihr Lieben. Hui. Ich fürchte, wir können gleich die Beine in die Hand nehmen. Wahrscheinlich sehr sicher sogar. Aber das werden wir erst im nächsten Part. Ihr Lieben, das war's wieder mit diesem Zustand von einem Let's Play von mir. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs Erdulden und Ertragen. Meiner Fails hier, meiner Nervosität, meiner... ja, meiner unbeholfenen Horrorspielweise und wünsche euch von ganzem Herzen einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Desaster hier von meinem Let's Play seht. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!